Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Glaubenssatz als Handwerker wieder mal. Und heute geht es um einen ganz, ganz wichtigen Glaubenssatz, der ganz viele Handwerker daran hindert, wirklich den Schritt zum Unternehmen auch mal irgendwann zu gehen. Und das ist der Glaubenssatz, wenn ich als Handwerker nicht ausgelastet bin, dann bin ich ein schlechter Handwerker. Na, das heißt auch andersrum, je überlasteter ich bin, desto besser ist meine handwerkliche Fähigkeit. Warum das falsch ist und warum das sogar einige Endkunden mittlerweile denken, darum geht es in dem Video. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen jetzt im Video erstmal. Mein Name ist Alex, Marvin auch wieder am Start. Hi. Wir wollen ja in dieser Serie ein wenig über die Glaubenssätze als Handwerker oder die Handwerker haben oder auch andere Menschen über Handwerker haben, einfach mal sprechen. Und diese Glaubenssätze sind im Regelfall Glaubenssätze, die einen selber an Weiterkommen hindern. Ich meine, wenn man da ist, wo man ist, super glücklich ist und alles super toll ist und es keinen Verbesserungsbedarf gibt, kann man die auch beibehalten natürlich. Aber wir wollen einfach mal eine andere Perspektive hier aufzeigen. Und heute geht es um den Glaubenssatz, wenn der Handwerker ausgelastet ist, ein guter Handwerker, wenn er nicht ausgelastet ist, ein schlechter Handwerker. Und das ganz Interessante ist, ich habe das lange auch geglaubt, weil ich dachte mir, ja, wenn ich als Handwerker ausgelastet bin, dann kriege ich Empfehlungen und so und dadurch bin ich ausgelastet und ich kriege nur Empfehlungen, wenn ich gut bin. Die Problematik ist nur meistens, dass Handwerker vor allem ausgelastet sind, wenn sie nicht spezialisiert sind. Bedeutet, der Feld-, Wald- und Wiesentischler, der von Stuhl bis zur Gartenbank alles annimmt, was nicht mehr drauf auf den Bäumen ist und bis zum kleinen Kellerfenster, der ist natürlich ausgelastet, weil der super viel Zeit damit verbringt, ja, irgendwelche Kleinstaufträge zu machen und natürlich den Kunden dann auch sehr einfach weiterempfehlen können. Wenn du einen Tischler brauchst, der irgendwie alles macht, dann geht's zu dem. Und dann sind die auch noch sehr stolz drauf und sagen, ja, ich bin fast schon wieder neuer Glaubenssatz, ich bin ja breit aufgestellt und dann bin ich ja sicherer dadurch. Aber wenn man sich tatsächlich mal anschaut, klar, es ist in der Hinsicht sicher, dass du davon immer leben kannst, keine Frage. Aber wenn es wirklich darum geht, als Handwerksbetrieb auch wirklich mal Geld zu verdienen, auch zu sagen, ey, ich habe jetzt nicht meine durchschnittliche 3,8% am Ende des Jahres raus, plus noch ein bisschen Gehalt, was ich mir zahle natürlich, ne, aber es ist auch kein Vermögen, das sind auch dann vielleicht 5.000, 6.000 Euro, wenn es hochkommt, sondern ich habe wirklich vielleicht mal 10, 20% Rendite am Ende des Jahres auf das, die Arbeit, die Zeit, die ich da reinstecke, dann komme ich als Generalist nicht weit. Das funktioniert einfach nicht. Kannst du kurz erklären, warum, woran das liegt? Also ja, es hängt damit zusammen, dass ich eine sehr große Verteilung zwischen meinen, also ich habe ja meine Fachkräfte quasi und der Mitarbeiter muss umso geeigneter sein, je breiter ich aufgestellt bin. Bedeutet, wenn ich sage, ich mache alles, dann brauche ich einen Mitarbeiter, der alles kann. Also richtige Experten dann, ne? Der auch teures Gehalt braucht. Der auch richtig viel Gehalt braucht, der auch ganz schwer auf dem Markt zu finden ist, der auch super viele Star-Allüren hat, weil er weiß, wenn er geht, dann kriegst du deinen Kunden nicht mehr erfüllt. Wenn ich auf der anderen Seite sage, ich bin zum Beispiel der Experte für Gartenbänke, dann brauche ich Mitarbeiter, die genau ein was können, nämlich Gartenbänke. Die zeige ich einmal, wie die Bänke bei uns gebaut werden. Richtig. Den kann ich, da habe ich weniger Gehalt. Natürlich ein Extrem jetzt, ne? Aber um es mal zu erklären. Den zahle ich weniger Gehalt im Schnitt. Ich habe sogar bessere Arbeit, die rauskommt, weil ich mache nur Gartenbänke. Ich bin natürlich auch besser als der Top-Schreiner, weil ich mache nur das. Und meine Mitarbeiter sind auch besser an Gartenbänken. Ich habe dadurch andere Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel, ich zahle etwas weniger Gehalt, trotzdem mehr Gehalt, als sie woanders verdienen würden für ihre Fähigkeiten. Und ich habe die Möglichkeit dadurch, dass ich ja sowieso pauschal schon mehr Marge habe, auch andere Preise abzurufen. Ich habe dann vielleicht noch diverse Vorteile durch, ich will nicht sagen Massenfertigung, das ist als Schreinereibetrieb jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich kann zumindest mehr machen, mehr Bänke herstellen, als jetzt ein anderer, der immer nur mal eine Bank macht. Das ist viel besser im Flow. Das heißt, ich habe auch weniger Kosten, Lohnkosten dafür, die herzustellen. Nicht nur, weil ich die weniger bezahle, sondern auch einfach, weil sie kürzer brauchen von der Zeit her. Das heißt, ich habe viele Vorteile plötzlich auf meiner Seite und dann ist es natürlich auch normal. Jetzt würdest du sagen, ja, aber ich habe ja, das ist genau der Punkt, wo man jetzt einhakt. Ja, ist richtig. Wenn ich nur das machen würde, würde ich mehr Geld verdienen, aber ich habe ja nicht nur Aufträge, die in den Bereich gehen, sondern ich habe ja auch andere Aufträge. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo du jetzt merken solltest, ey, warte mal, ich bin zwar ausgelastet, aber nicht mit einer Sorte Aufträge. Und um das sicherzustellen, braucht man Werbung, auch als Handwerker. Es ist fast nicht möglich, als Unternehmen, das war eine Sache spezialisiert ist, ohne Werbung klarzukommen. Weil sich halt so viele Leute links und rechts melden, solche wie wir, sind nur spezialisiert auf Neukunden-Mitarbeitergewinnung, nur über den Hauptweg, den wir halt gehen, den wir auch entwickelt haben vor 6 Jahren, und nur fürs Handwerk. Rund ums Haus auch, also Fleischereien, Bäckereien etc. nicht. So, bedeutet, wenn jemand links und rechts zu uns kommt und wir haben ständig Empfehlungen von Leuten, die sagen, ey, ich habe da ein, keine Ahnung, Kosmetikstudio, könnt ihr mir da auch Kunden bringen? Nein, können wir nicht. Die Feldwald- und Wiesenagentur würde sagen, ja klar, kriegen wir auch hin. Das heißt, die hätten dann wieder den absoluten Generalisten da sitzen, der relativ viel Geld bekommen muss, damit er das tut, was er tut, weil er halt wirklich auch krass viel Ahnung haben muss, haben aber auch sehr unstetige Ergebnisse, weil mal klappt es nicht. Und wir haben natürlich das Thema, logisch, wir haben einen großen Teil Empfehlungen, das passt auch alles, aber wir müssen trotzdem noch dazu Werbung machen zusätzlich. Einfach, weil wir wissen, wir haben nur dieses Klientel, das wir nehmen. Alles, was links und rechts kommt, nehmen wir nicht an. Andere Agenturen nehmen das an. Haben entsprechend viel mehr Probleme dahinter, das abzuliefern. Das ist das gleiche Thema, wie gesagt. Wenn du der Schreiner für alles bist, klar, wenn du Einzelkämpfer bist, du sagst, du willst Einzelkämpfer bleiben, dann kannst du auch alles machen. Das ist ja erstmal okay. Aber sobald es darum geht, wirklich Geld zu verdienen, brauchst du Mitarbeiter, wenn du irgendwann mal Unternehmer werden möchtest. Ja. Wie gesagt, dieser Glaubenssatz ist auch komplett in Ordnung. Ja. Wenn du immer alleine bleiben willst, kannst du auch immer sagen, der Handwerker, der ausgelastet ist, ist der beste Handwerker. Ja. Das ist kein guter Unternehmer. Positionierung und Spezialisierung führt da dann halt zu mehr Marge einfach, ne? Richtig, du verdienst mehr Geld.
Du kannst einfach damit Unternehmer werden. Du kannst Leute einstellen, du kannst guten Gewissens sagen, ey, ich habe immer noch genug Geld über, dass ich da im Zweifel auch mal mehr, einmal mehr im Urlaub fahren kann. Du kannst aber sagen, ich kann das Unternehmen wachsen lassen und ich habe eben nicht nur meine 3,8%, wie gesagt, der durchschnittliche Handwerksbetrieb. Das ist total statistisch belegt, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Und es gibt auch Betriebe, die haben 10-20%, die geben aber alle Geld für Werbung aus, weil die wissen, ich habe 5% der Aufträge, die bringen mir eigentlich fast gar kein Geld. Und ich habe 5%, die bringen mir das ganze Geld. Und dann lasse ich doch lieber die weg, gebe ein bisschen mehr Geld aus und kriege nochmal von den anderen 50% da was. So sind unsere Kunden zum Beispiel aufgestellt. Davon ist keiner ein schlechter Handwerker, der sagt, ey, wir haben überhaupt keine Aufträge und so, wir haben überhaupt nichts zu tun. Die sagen, nein, ich spezialisiere mich, weil ich weiß, da verdiene ich mehr Geld, weil ich weiß, dann kann ich wirklich Unternehmer sein, dann kann ich Leuten halt einen coolen, sicheren Job auch bieten. Und ich bin eben nicht der, der alles kann, aber kein Geld verdient am Ende. Weil das sind tatsächlich die meisten Handwerker da draußen, gerade die Einzelkämpfer. Das ist sehr schade, finde ich, weil da sehr viel Zeit reingeht, sehr viel Herzblut reingeht und am Ende es aber nicht in der Form honoriert wird. Aber es liegt am Handwerker selber, es liegt nicht am Markt. Es liegt wirklich daran, wie baue ich mein Unternehmen auf und schaffe ich es, wirklich Spezialist zu sein, der auf eine Sache positioniert ist und auch nur das macht und ja, sicherlich auch Geld dafür ausgibt, auch dafür noch ein paar mehr Leute zu gewinnen, weil halt über Empfehlungen das alleine meistens nicht ausreicht dann. Der aber auch weiß, ey, nee, wenn ich Werbung mache, bin ich kein schlechter Handwerker, sondern wenn ich Werbung mache, bin ich guter Unternehmer. Und das ist die Frage. Ein guter Handwerker ist gleichzeitig ein guter Unternehmer, meistens tatsächlich nicht. Und das ist einer der Gründe dafür. In dem Sinne, ich hoffe, da waren ein paar Sachen für dich dabei. Wenn das komplett anders ist, schreib gerne in die Kommentare, können wir gerne uns drüber austauschen. Von daher, lass gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao.